Willkommen zurück. Wir reden gerade wieder mit Roderick und bekommen wir Unterstützung. Wie viele Soldaten habt ihr hier? Nicht viele. Dies sind die unteren Schächte. Die meisten unserer Männer sind bei dem Durchbruch, der dem Hof am nächsten liegt. Hat man das nicht schon? Erzählt von dem Durchbruch. Wie ist die Lage in diesen Schächten? Wir haben einen Durchbruch bei dem alten Förderschacht. Die Zwerge haben ihn hier errichtet, weil er so tiefer unten am Berg und näher an den Hauptwegen liegt. Meine Männer konnten nicht viel Sprengpulver tragen, bevor der Angriff begann. Ihr müsst mehr Pulversäcke finden, um den Schacht zu sprengen. Nochmal mehr Pulversäcke. Ein paar könntet ihr in der Vorratskammer bei der Verbrennungsgrube finden. Doch meine Männer werden dort angegriffen. Sind Sie sicher? Eine Verbrennungsgrube? Das klingt nicht ungefährlich. Diese Klüfte können Feuer speien wie wütende Dämonen. Doch wenn ihr eure Schritte klug setzt, geschieht euch nichts. Die Zwerge entsorgen da ihren Müll. Wenn ihr mich fragt, sollte man das gleiche mit Janes Fanatikern machen. Nur leider sind die von der Idee nicht so begeistert. Erzählt mir von eurem Ausgang. Muss ich irgendwas über den Schacht nach draußen wissen? Auf dem Weg dorthin liegt eine Edelsteinhöhle. Der einzige Weg hinüber führt über einen dieser seltsamen schwebenden Felsen. Die habe ich noch nie leiden können. Wenn ihr bei der Überquerung von Janes Männern angegriffen werdet, seid ihr völlig ungeschützt. Okay, lebt wohl. Ich sollte sofort zum Durchbruch gehen. Ich danke euch, Legionär. Ich werde ein paar Soldaten zusammentreiben, um den Hof zu verteidigen. Ich bete, dass es nicht dazu kommt. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen nochmal weiter hier lang. Und speichern. Sehr schön. Und jetzt müssen wir schon wieder Schießpulver finden, oder was? Oder war das irgendwie ein bisschen schlecht geskriptet? Westliche Minentunnel. Und da haben wir noch mehr von denen. Klassische Treffer. Boah. So. Genau. Gehen wir mal hier lang und da haben wir es doch wieder. Wieder Schwarzpulversäcke. Okay. Mist, da habe ich Schaden bekommen. Und so. Dieses Ding ist richtig gut. Immer Schaden über Zeit, das gefällt mir. So, und werden wir einfach noch opfern. Gucken hier nochmal rein. Oh, haben wir ein schönes bekommen. Mit sehr viel. Wie lang? Hier durch. Sehr viel Trefferpunkten. Was ist da hinten eigentlich? Warum können wir nicht da lang lautschen? Das ist auch was Questabhängiges. Ich meine, wieder zurücklatschen. Bei denen ist es echt besser im Fernkampf anzugreifen, weil die im Nahkampf nicht so gut sind. Na gut, dann gehen wir eben hier lang. Ja. Gibt es auch bei den anderen Durchbrüche? Mist, 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 Mist. Nicht alles so toll, wie es laufen soll. Ach, das ärgert mich mit der Quest da hinten. Die will ich doch lieber erstmal berühren. Kann ich doch nicht alleine lassen. Keine Ahnung, was es ist, aber... Dort ist auch alles ein bisschen verschlungen, ne? Ich glaube, mit den Öfen zu tun hier. Na komm schon. Zieht ja schon wieder fest. Hinterlistige kleine Soldaten. Sie haben die Royalisten auf der anderen Seite dieser Plattformen eingezwängt. Gut, dann auf. Was ist eigentlich, wenn wir hier? Ich enttäusche dich nicht, Kleines. Das müsstest du in der Zwischenzeit wissen. Hier ist auch nochmal was.
Gut. Kommt, 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 lauft. Jetzt müssen wir nochmal wahrscheinlich links rum lang laufen. Genau. Ja, Mädel, tut dir nicht weh. Wo ich dann natürlich eine Hand gesehen habe, keine Ahnung, was die Hand da noch bedeutet. Kann sein, dass da nochmal was Wichtiges ist. So, auch noch das eingesammelt. Legionäre, bewegt die Plattformen! Sie sitzen hier fest und halten nicht mehr lange durch! So, sehr schön. Ja. Na, komm schon. Weg. Mist. Hab ich viel zu nah ran gemacht. Noch mehr Mana. So. Sehr schön. Alle besiegt. Und hier haben wir noch den letzten Stein. Fertig. Die Plattformen sind in Position. Bewegung. Genau, Bewegung euch, Kleine. Und wir werden dann trotzdem nochmal dahin latschen, wo die herkamen. Weil da anscheinend ein paar Schätze sind. Und die wollen wir natürlich auch haben. Jetzt haben wir die befreit sozusagen noch. Und runter geht's mit uns. Und hier nochmal die Plattform kurz kundigen, was sich dahinter verbirgte. Ah, Sprengstoff sogar. Und alles nichts für uns, doch der Stab ist nochmal für Anjali. Die war mal. Nee, ja, ich habe eine ganze Zeit mit dir gespielt, deswegen wollte ich nicht normal spielen mit ihr. Was könnten wir machen hier? Okay. Das wissen wir ja in der Zwischenzeit und deswegen laufen wir so lang, wo uns jetzt das Licht zeigt. Da oben ist schon wieder was Questabhängiges. Ich weiß gar nicht, wie viel Schießpulver wir noch haben sollten. Gab es hier noch Schießpulver drin? Sieht nicht so aus. Jetzt müssen wir das wieder auch mit diesem mit dieser Funktion dieses Schießpulver suchen. So. Gut. Aber da haben wir noch Schießpulver. Das nehmen wir natürlich mit. Oder Schwarzpulver, sagt. Pulver, sondern Schwarzpulver. Und hier haben wir doch auch noch was. Glaubst du, ich sehe das nicht, dass wir hier durch können? Hm. Okay. Auf zum letzten Gefecht hier. Scheint es zumindest zu sein. Ja, noch mehr Schwarzpulver. Und. So, damit kannst du erstmal noch eine Weile ausharren. So. Den Dauerschaden, den du bekommst. Weg. Der ist ein bisschen verwirrt jetzt gerade anscheinend. Und wir haben ihn auch gefallen wie ein Berg. Oder wie ein Baum. Berg kann man nicht fällen. So, aber er ist wie ein Berg gefallen. So. Aktivieren wir noch. So, hier müssen wir nochmal lang. Vorher. Halte die Stellung! Die Azoniten dürfen den Hof nicht erreichen! Sagten sie und sind gestorben.
Okay, hier müssen wir lang. Aber hier habe ich noch was Wertvolles. Okay. Unglaublich. Wie ein Meer voller Sterne, aber unter der Erde. Ach, verdammt. So, ihr da hinten stirbt ein Stück gleich dadurch. Also dabei konnte man ja kaum. Mach ihn platt. Sehr schön. Hier haben wir Kanonen oder sowas. Cool, cool. Aber da müssen wir erstmal nicht lang. Wir müssen dahin, laut der Sache. Aber hier habe ich, wie gesagt, noch was entdeckt. So, die Kugel sammeln wir noch auf, falls irgendjemand Heilung braucht von uns. Scheint doch erstmal nicht so zu sein. Bisschen Gold. Gut, gehen wir hier lang. Da haben wir hier das Questabhängige. Hier haben wir noch Steine. Okay. Na komm schon, lauf. Jetzt müssten wir auch 12 haben. Genau. Und jetzt werden wir mal kurz wechseln, die Quest. So, Quest. Und zwar das mit dem Schießpulver. Jetzt müssen wir nur da hinkommen. Bringt die Sprengladung an. Genau, die nehmen wir. Sehr schön. Weiter geht's mit uns. Zurück. Und dann werden wir mal kurz speichern. Ich will das Ganze nicht normal machen. Komm, schneller. Wo liegt denn das Problem hier? So, Spiel speichern. Und weiter geht's. Da haben wir was Questabhängiges. So. Sehr schön. Schon wieder diese Viecher. Ich verstehe, warum dieses Speicherplatz war. Ja. Dahin. Mist. Nein, ich trottel. Los schon, hoch mit euch. Ja, dann. Schon wieder auf den Beinen. Ein wahrer Gelehrter hat keine Zeit für ein Nickerchen. So. Wo bist du denn? Wo hast du dich denn schon wieder? Da? Okay. Und ich dachte schon, es gefällt euch, mich auf dem Rücken liegen zu sehen. Sehr schön. Naja, ich weiß, mir gefällt's auch. So, jetzt bekommt ihr erstmal ordentlich Schaden. Wechsel, Doppelgänger. Reicht aus. Ah, wo ist er denn schon wieder? Ach Gott. Level up. So, und wir haben mit ihm Stufe 20 erreicht. Deswegen haben wir gerade eine Errungenschaft bekommen. So. Wir können das letzte auswählen. Barriereschild. Haben einen zusätzlichen Punkt jetzt nochmal bekommen. Spiegelsprung. So, machen wir das noch. Hätte da viel mehr machen müssen. Und jetzt haben wir die Erfahrung hier, die wir hier. Erschöpft Feinde pro Stufe, haben sie eine 2%ige Chance, pro Sekunde Leben zu verlieren. Die in Form von Heilung bei Reinhard transferiert werden, klingt nicht schlecht. Fokuskosten bei Reinhard werden um 4% pro Stufe verringert, das klingt auch gut. Reinhards Aufladungseffekt besitzt eine 2 bis 10. Dann nehmen wir das.
sehe natürlich auch den letzten. Und Schutzring, Ritual. Wir nehmen nochmal die Wolf. Und zwar heilt Lebenspunkte bei ihr. Jetzt haben wir hier noch, wenn Katrina betroffen wird, besteht eine 4%ige Chance, dass ihre Angreifer von ihr zurückgeworfen wird. Klingt nicht schlecht. Kritische Treffer Energie zurück. So. Weiß ja nicht, ob sie ausweicht. Das ist ja die Sache. So, und gucken wir nochmal hier. Ich werde mal kurz Fokus aktivieren. Hier noch. Okay, den nehmen wir auch mit. Gut, und wir machen hier eine kleine Pause. Sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.